Ja, die hier vorüberziehenden sogenannten Spaziergänger sind meist stumm. Wollen zwar den Trainer pfeifen und schlecht benehmen, aber zu Wort melden sie sich nicht. Das besorgt dann manchmal einige von Ihnen Leserbriefen der lokalen Presse. Dort war kürzlich wieder mal von den oberen Bestimmern, also den Politikern zu hören und der unmenschlichen Maßnahmepolitik die Rede. Als Gegenbild, als der Spaziergänger, die angeblich so friedlich demonstrieren. Sie demonstrieren gar nichts, sondern sie begehen einen Rechtsbruch in einer nicht genehmigten Demonstration. Mit Vorliebe ziehen sie schräge, als unanständige, teils unanständige und geschmacklose Vergleiche. Und bemühen ihnen solche Beispiele. Wir reden von Schutzmasken als Waterboarding. Wir reden von einem Kind der Knechtschaft. Sie reden von Neugeborenen, die durch Schutzmasken angeblich in Lebensgefahr gesetzt werden. Alles nur breiter Unsinn, alles nur Fake News. Und von einem Raum der Vernunft kann man bei denen wahrhaftig nicht reden. Einen Raum der Vernunft gibt es nur an dieser Stelle, diesseits, an meiner Stelle der Umzäunung. Ich möchte eines deutlich machen. Ich bin kein Virologe. Ich bin kein Mikrologe. Ich bin überhaupt nicht naturwissenschaftlich ausgebildet. Ich bin kein Homöopath und auch niemand, der als Heilpraktiker sein Geld verdient. Aber ich habe, wie die meisten von uns, in unserer freiheitlichen Gesellschaft eine allgemeine Bildung zum aufgeklärten Bürger erhalten. Und diese politisch-gesellschaftliche Bildung versetzt mich in die Lage, hier irrlichternden Spaziergänger ohne jeden Zweifel als Demokratiefeinde zu erkennen. Das zu bezeugen, stehe ich auch heute wieder hier, so lange eben wie diese Querdenker. Diese Querdenker und Impfgegner hier in Landshut ihr Unwesen treiben. Und ich möchte alle von denen, denen vielleicht die Spaziergängerei inzwischen selbst den Hals heraushängen, auffordern, aus den Reihen der Demokratiefeinde herauszutreten und hier in den Raum der Vernunft zu kommen. Getreu nach dem uralten Satz der Aufklärung, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Letztens.